Drainagebeton ist ein wasserdurchlässiger Verlegemörtel, der bei Projekten mit gebundener Bauweise zum Einsatz kommt. Hierbei werden die Pflastersteine oder Steinplatten in den feuchten Mörtel gelegt, um eine noch festere Verbindung herzustellen. Besonders bei Projekten mit Feinsteinzeugfliesen ist dies ein gängiges Prinzip, aber auch Pflastersteine können gebunden verlegt werden. Der Vorteil von Drainagebeton ist, dass einerseits das von oben kommende Wasser versickern kann, andererseits aber das Aufsteigen der Feuchtigkeit von unten reduziert wird. Mischen Sie den Inhalt eines 25-Kilo-Sacks im Mörtelkübel mit ca. 2,5 bis 2,75 Litern Wasser. Vermengen Sie Mörtel und Wasser nun so lange, bis eine erdfeuchte Konsistenz entsteht. Die richtige Konsistenz ist erreicht, wenn aus dem Drainagemörtel eine Kugel geformt werden kann, die ungefähr so stabil ist wie ein Schneeball und auf deren Oberfläche ein leichter Glanz entsteht. Die Dicke der Mörtelschicht richtet sich nach der Beanspruchung, sollte aber mindestens 5 cm betragen. In der individuellen Schritt-für-Schritt-Anleitung vom OBI-Gartenplaner ist das genaue Maß für Ihr Projekt aufgeführt. Bei der gebundenen Bauweise wird Drainagemörtel immer in Kombination mit Haftschlemme verwendet. Nur so entsteht eine stabile Verbindung zwischen Mörtel und Belag. Den frischen Mörtel sollten Sie vor ungünstigen Witterungsbedingungen, zum Beispiel Frost oder direkter Sonneneinstrahlung, schützen. Die frisch verlegte Fläche darf frühestens nach 3 Tagen voll belastet werden.